Wurzelstifte dienen in der Zahnmedizin der Retention für Zahnersatz. Ist ein Zahn sehr tief kariös zerstört, sodass von der Zahnkrone nichts mehr übrig ist, dann wäre auch eine Kronenversorgung nicht mehr möglich, denn die Krone hätte keinen Halt. Wichtig für einen guten Stumpfaufbau ist die Befestigung eines Wurzelstiftes in der Zahnwurzel. Dafür braucht es eine gute Wurzelbehandlung und eine genügend tiefe Ausschachtung. Bei den Wurzelstiften unterscheidet man fabrizierte Stifte und vom Techniker individuell angefertigte Stifte. Links sehen Sie einen fabrizierten Glasfaserstift, oben den Stumpfaufbau, in der Mitte den ausgeschachteten Zahnstumpf und unten den fabrizierten Glasfaserstift. Rechts sehen Sie einen individuell angefertigten Metallstift. Oben wiederum der Zahnstumpf, in der Mitte der ausgeschachtete Stumpf und unten der individuelle Metallstift. Im Film sehen Sie nun einen Stumpfaufbau mit Hilfe eines Glasfaserstiftes. Zuerst wird der Zahnstumpf dargestellt. Hierfür wird eine alte Amalgamfüllung entfernt. Der Zahn ist von einem Kofferdamm, die blaue Membran, umgeben. Die dunklen Bereiche unterhalb der Amalgamfüllung sind zu einem Amalgamverfärbungen, zum anderen Karies. Karies wird entfernt. Nun wird der Zahnstumpf aufgebaut. Hierfür muss eine Retention geschaffen werden. Deshalb wird in der hinteren Zahnwurzel ein Glasfaserstift befestigt. Sie sehen, wie die Zahnwurzel zuerst ausgeschachtet wird. Der verwendete Bohrer entspricht dem Durchmesser des Glasfaserstiftes. Nun wird das Bohrloch gereinigt und geätzt. Durch das Ätzen wird die Klebeoberfläche vergrößert. Nach Trocknung und Behandlung des Bohrloches mit diversen anderen Chemikalien wird schließlich der Kleber samt Glasfaserstift eingebracht. Das Ganze härtet einige Minuten. Dann werden die Überstände entfernt und der restliche Zahnstumpf wird aufgebaut. Am Gipsabdruck erkennt man den Stumpfaufbau. Schwarz. Die Zahnbrücke hat nun wieder Halt.